Bei einer Pankreas-Linksresektion wird der linksseitige Teil der Bauchspeicheldrüse, nämlich der Bauchspeicheldrüsenkörper und auch der Bauchspeicheldrüsenschwanz, entfernt. Manchmal auch mit der da dranhängenden Milz. Dieser Eingriff wird durchgeführt bei gutartigen, manchmal auch bei bösartigen Tumoren im Bereich von Bauchspeicheldrüsenkörper und Bauchspeicheldrüsenschwanz. In den allermeisten Fällen kann der Eingriff minimalinvasiv in der Schlüssellochtechnik vorgenommen werden. Nur bei sehr großen Tumoren kann auch eine offene Operation notwendig sein. Hinterher kommt auf einen Teil der Patienten manchmal eine Blutzuckererkrankung, ein Diabetes mellitus, zu. Meistens bei den Patienten, die auch vorher schon eine gewisse Neigung zu einem erhöhten Blutzucker gehabt haben.